Hallo und willkommen zu einer weiteren virtuellen Hausbesichtigung, präsentiert von qualityhomescostacaleda.com. Wir sind heute wieder mal in der Isla, auf der Insel von Condado de Lama Golf Resort. Und ich präsentiere Ihnen heute ein Zwei-Schlafzimmer-Ein-Badezimmer-Apartment mit direktem Zugang, so wie wir hier sehen, zum Community Pool und mit direktem Blick auf den See. Der See ist eigentlich kein See, sondern ist das Wasserdepot für die Bewässerungsanlage des Jack Nicklaus Golfkurses und des Resorts an sich. Ist aber gleichzeitig eben auch ein See. Somit hat jede Wohnung hier Blick auf den See. Diese Wohnung im Speziellen, Referenz 3571 auf unserer Webseite qualityhomescostacaleda.com, ist ein ebenerdiges Apartment mit eigenem Gartenanteil. Wie Sie hier sehen können, der Garten ist perfekt gepflegt von der Gemeinde, von der Eigentümergemeinde, pardon. Und das Apartment wird voll möbliert verkauft, bis auf ein Stück, das ich Ihnen gleich zeigen werde. An der Weile ist das Apartment so angeboten, wie wir es sehen, mit allen Möbeln und allen Einrichtungen, wie zum Beispiel dieses große Sonnendach hier, das eingezogen werden kann. Aber auch die Außencouch-Garnitur, genauso wie die Frühstücksbar hier, genauso wie der Barbecue. So, alles, was wir sehen in unserer Tour heute, ist inklusive im Preis von 85.000 Euro. Wie gesagt, auf unserer Webseite qualityhomescostacaleda.com finden Sie dieses Objekt unter der Referenz 3571. Und genug der Worte, es geht, glaube ich, gleich hinein. Wir haben heute draußen ca. 38 Grad. Bei 45% Luftfeuchtigkeit. Hier herinnen sind es dank der offenen Fenster, ich würde sagen so um die 27, 28 Grad. Aber das Apartment verfügt natürlich auch über Klimaanlage. Ich zeige Ihnen mal hier den Salon. Wie gesagt, das Apartment wird verkauft, wie gesehen. Hier ist schon die Klimaanlage, die derzeit nicht läuft, weil dadurch, dass alle Fenster offen sind, gibt es hier immer einen konstanten Durchzug, sodass man hier eigentlich die Klimaanlage untertags fast nicht braucht. Am Abend ist es eine sehr angenehme Sache, weil es natürlich einfacher ist, einzuschlafen, wenn man nicht gerade 27 Grad im Schlafzimmer hat. Aber ansonsten kommt man hier ganz gut durch den Tag, auch ohne die Klimaanlage. Ich zeige Ihnen gerade die Küche hier. Mit großem Tiefkühl- und Gefrierschrank, mit Backofen, Ceran-Kochfeld, Dunstabzugshaube, mit einem Geschirrspüler. Und ganz wichtig, was wir hier sehen, ist das Abwaschbecken. Was wir nicht sehen, ist der Wasserfilter. Quality Homes gibt zu jedem neuen Apartment, das wir verkaufen, einen Wasserfilter dazu. Der wird eingebaut hier in die Arbeitsfläche und erlaubt es Ihnen, dass Sie in Zukunft nicht mehr die Wasserflaschen vom Supermarkt schleppen müssen, sondern schlicht und ergreifend auf Ihrem eigenen Trinkwasserhahn das Trinkwasser entnehmen. Heißt das, dass das Trinkwasser hier nicht trinkbar ist? Nein, um Gottes Willen, das Trinkwasser hier ist perfekt trinkbar. Allerdings hat es im Sommer speziell einen leichten Chlorgeschmack. Das hängt damit zusammen, dass das Wasser von weit her transportiert werden muss in langen Leitungen und damit muss der Chlorgehalt erhöht werden, damit das Wasser noch in einer trinkbaren Qualität hier ankommt. Dieser Chlorgeschmack, genau den bringe ich raus mit dem Wasserfilter, sodass ich hier ein herrliches Wasser habe und keine Plastikflaschen mehr kaufen muss. Das Apartment wird so wie es gesehen verkauft, außer der hier. Das ist William von Orange. Einer der holländischen Könige. Und nachdem die Abgeber Holländer sind, wäre dieses Bild extra zu verhandeln, weil theoretisch möchten sie dieses Bild mitnehmen. Kann man aber durchaus verhandeln, wenn man einen guten Grund hat, warum man das Bild haben möchte, bin ich mir sicher, dass die Abgeber das auch gerne dann mitliefern. Ansonsten, alles was wir sehen auf unserem Video, ist auch inkludiert im Verkaufspreis von nur 85.000 Euro. Zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer. Bebaute Fläche um die 68 Quadratmeter, Nutzfläche um die 60 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, davon zeige ich Ihnen gerne bereits das erste, das Hauptschlafzimmer, das auch einen direkten Ausgang auf die Terrasse hat. Auch hier sehen wir wieder voll eingerichtet mit einem Doppelbett und natürlich Einbauschränke, genauso wie Klimaanlage. Wir finden die Klimaanlage im Wohnzimmer und im Hauptschlafzimmer. Eingebaute Schränke, wie gesagt, ich darf es derzeit nicht aufmachen, weil die Eigentümer sind in Residenz und die haben natürlich ihre privaten Sachen da drinnen, da möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen müssen. Und wir kommen schon zum zweiten Schlafzimmer. Gehen wir da einfach gerade durch. Zwei Einzelbetten, genauso mit einem Fernseher wieder hier installiert.
Genauso wieder mit Einbauschränken. Und auch hier sehen wir, dass das Fenster offen ist und damit haben wir einen herrlichen Luftzug. Wie gesagt, draußen so um die 36 Grad. Ich vermute mal, da drinnen werden es so 27 Grad sein. Also durchaus angenehm für einen warmen Sommertag hier im Südosten von Spanien. Wo sind wir genau? Wir sind in der Region Murcia, in Alhama de Murcia, im Condado de Alhama Golf Resort, circa 20 Minuten vom nächsten Strand entfernt. Und ich zeige Ihnen hier gerade das Badezimmer mit Badewanne, mit Glasduschwand und allen anderen Sachen, die ein Badezimmer so hat. Natürlich auch einen Spiegel. Mein Name ist Robert, ich bin der Broker hier bei Quality Homes Costa Calida. Und zeige Ihnen gerne heute in unserer virtuellen Besichtigung dieses Zwei-Schlafzimmer-Ein-Badezimmer-Apartment in der Insel La Isla des Condado de Alhama Golf Resort. Die Insel oder die Isla besteht aus 11 Apartmentblöcken und ist umrundet von einem sozusagen einem See, der in Wahrheit natürlich das Wasserdepot für das Resort und für den Jack Nicklaus Golfkurs ist, aber gleichzeitig auch natürlich damit bietet, dass wir nur einen Zugang haben, der ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr von einem Sicherheitsbediensteten auch betreut. Das heißt, hier kommt keiner rein, der hier nicht rein muss oder etwas zu tun hat da herinnen. Das macht die Sache vielleicht ein bisschen angenehmer und auch ein bisschen sicherer natürlich. Heute sind sie, wie gesagt, draußen. 38 Grad fast, das sind 37,6 im Augenblick, aber da herinnen, dadurch, dass das schön durchziehen kann hier, sind es sicherlich 10 Grad weniger. Sobald ich mich hier hinaus bewege, wird es wieder ganz schön warm, da empfängt mich wieder so eine leckere warme Wolke. Die Terrasse hat, wie gesagt, einen großen Sonnenschutz hier. Der kann auch eingefahren werden, ist vielleicht im Winter braucht man den Sonnenschutz weniger. Im Sommer ist das eine herrliche Sache, weil ich jetzt immer noch hier im Schatten stehe. Wir haben eine Südwestlage hier, das heißt, wir haben Sonne mehr oder weniger ab Mittag, bis die Sonne untergeht, irgendwo da drüben dann im Westen. Ansonsten sind wir relativ nahe am Gemeindepool. La Isla verfügt über 2 Gemeinschaftspools, jeweils eines auf jeder Seite, das eine mit Morgensonne, das andere mit Nachmittagssonne. Und ich zeige Ihnen das gerne mal, mache das mal ein bisschen größer hier und da sehen wir schon das Community Pool. Ist also wirklich 3 Minuten zu Fuß, ist man da drüben. Also recht angenehm, direkt vom Apartment raus, vom eigenen Garten. Man sitzt hier in der Sonne, hat vielleicht einen Drink hier, eine Tasse Tee, Kaffee, Gin and Tonic und hat es wirklich nicht weit zum Gemeindepool. Natürlich, das, was wir hier alles sehen, die Gemeinde, die Eigentümergemeinde hier, leistet ganz viele Services. Natürlich sind da auch die Schwimmbäder dabei, da sind die Gärten dabei, da ist die Security, also die Sicherheit dabei, da ist die Straßenerhaltung dabei, aber auch, da ist auch dabei zum Beispiel, dass jede Wohnung ihren eigenen Internetanschluss hat. Jede Wohnung hier hat 100 Megabit Up-and-Download, Internetverbindung mit einem eigenen Wi-Fi-Router, genauso wie über 250 nationale und internationale Fernsehkanäle. All das ist inklusive in der Gemeindeabgabe mit 138 Euro im Monat. Darüber hinaus hat dieses Apartment ca. 320 Euro im Jahr an Gemeindesteuern abzugeben an die Gemeinde Alhama de Murcia. Abgesehen davon sind es dann mehr ihre persönlichen Kosten, Strom, Wasser, genauso wie unter Umständen jemand, der auf ihr Apartment aufpasst, währenddessen sie nicht da sind. Aber das muss man alles extra kalkulieren und sehen, was sie da am ehesten brauchen werden. Wie gesagt, Referenz 3571 auf unserer Webpage qualityhomescostacaleda.com. Der Ausrufpreis sind 85.000 Euro und das Apartment wird so wie gesehen angeboten. Mit allen Möbeln, die wir sehen. Wie gesagt, wer nicht dabei ist, ist unser Freund Willem. Willem muss extra verhandelt werden im Falle, dass er sie interessiert. Im Falle, dass ihnen Willem egal ist, dann ist er einfach dann weg. Jo. Wohnzimmer, wie gesagt, wie gesehen, mit einem großen Fernseher, mit der Klimaanlage natürlich und mit allem, was dazugehört. Was nicht dazugehört und auch nicht im Preis inkludiert, ist unsere Listing-Agentin Anna. So, ein schönes lässt Apartment. Nee, lässt sich diesmal nicht verhandeln, okay? Nee. Aha, alles klar. Ja, ist ein schönes Apartment. Oh, die fallen die Tropfen, die Schweißperlen runter. Wirklich, ist es schon, ja? Es ist draußen
ziemlich warm. Es ist draußen ziemlich heiß, kann man ich sagen. Ich gehe jetzt auf den Sprung ins Pool. Das ist eine ganz gute Idee, ja. Aber ich glaube, wir müssen hier zuerst noch unsere virtuelle Hausbesichtigung beenden, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alles schon gesehen. Ich glaube, ja. Mhm. Wir sind, wie gesagt, in einem Zwei-Schlafzimmer-Ein-Badezimmer-Apartment, Referenz 3571, auf unserer Homepage qualityhomescostacaleda.com. Wir befinden uns im Condado de Lama Golf Resort in der Region Murcia im Südosten von Spanien, eine gute Stunde vom Flughafen Alicante entfernt, ca. 35 Minuten vom Flughafen Murcia Corvera entfernt. Was kann man sonst noch sagen? Ein herrliches Apartment, eine perfekte Ausrichtung. Ganz besonders gut dieser Miro hier. Ist das ein echter Miro, glaubst du, könntest du das im Preis dabei? Ja, ob er echt ist, weiß also auch original. Er ist zumindest signiert da unten. Aber also das ist schon mal was. Ja, es ist schon mal signiert. Okay, ich glaube, man merkt, dass es uns auch hier zu heiß wird heute. Ich darf mich sehr herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Sie mir nächste Woche wieder folgen bei einer weiteren virtuellen Hausbesichtigung, präsentiert von qualityhomescostacaleda.com. In der Zwischenzeit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!